schwierig. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man tatsächlich ein bisschen darüber lachen. Moin und herzlich willkommen zu Werder TV Inside. Spezial, Service Spezial sozusagen, mit der zentralen Frage für alle Werder-Fans. Wie gehe ich mit meiner Enttäuschung, wie gehe ich mit meinem Frust richtig um? Oh. Lass den Frust auf der Arbeit aus, so wie wir im Training. Und dann greifen wir nächste Woche wieder an, alle zusammen. Frustabbau bei der Arbeit, liebe Insider, für uns tatsächlich eine richtige Mammutaufgabe. Wir wollen nicht despektierlich klingen, natürlich, euch wird es ähnlich gehen wie uns, aber in diesem Umfeld fällt Frustabbau tatsächlich ein kleines bisschen schwerer. Vielleicht denken wir uns auch nochmal was ganz Neues aus. Ich persönlich fände es eigentlich am besten, wenn wir uns über Frustbewältigung in den nächsten Wochen erstmal nicht so schnell wieder Gedanken machen müssen. Als ich hierher kam, hat man gesagt, es ist die Werder-Familie und das bestätigt sich gerade auch in der schwierigen Phase und da ziehe ich meinen Hut vor. Es tut mir leid für die Fans, dass wir nicht gewinnen können zu Hause, gerade zu Hause nicht. Aber ich kann den Leuten versprechen, dass wir alles dafür tun werden, um da unten rauszukommen und auch zu Hause wieder unsere Spiele für die Fans zu gewinnen. Erstmal geht es aber auswärts nach Augsburg. Kopf hoch, auch wenn der Hals etwas dreckig ist. Ja, apropos Kopf. Den Kopf der Woche, den wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht vergessen. Und der gehört heute einem wunderbaren Kollegen, der schon 25 Jahre für die Fanservice tätig ist. Man mag es kaum glauben. Der hat auf jeden Fall schon andere Zeiten miterlebt. In diesem Sinne, liebe Insider, hier kommt Uwe. Mein allererster Tag bei Werder, ja, kann ich mich ganz genau dran erinnern. Und das war damals Villa Verde mit Herrn Lemke, mit Willi, mit Dr. Böhmert, Klaus-Dieter Fischer und Manfred Blöhm. Uwe, hast du Lust, bei uns zu arbeiten? Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben dann die Stufen gebaut für die Fanservice GmbH. War damals mega cool. Viel Spaß gemacht. Wir fingen an mit einer Mütze, einem Schal, eine Fahne. Und heute wisst ihr, was es gibt. Heftig. Schönste 1999 DFB-Pokalsieg. Ich glaube, ich konnte 3 Tage nicht reden. Das war so heftig. Das war einfach das Coolste. Mein schönstes Fanerlebnis, die erste Tour nach Norderney. Die erste Tour nach Norderney. Das war mega cool. Das war ehrlich. Das war richtig cool. Ja, erstmal, wir sind zum ersten Mal auch mit auf Trainingslager gefahren. Und die Fans waren einfach so mega cool drauf. Das war richtig geil. 500 fehlen noch zu 100.000. Das sollten wir jetzt hinkriegen, weil mega, mega. Da, 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 da drücken, da, 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 da. Ich weiß nicht, wo sie ist. Da. Nein, aber ich glaube da.